10 Dinge, die du über Flugbegleiterinnen nicht weißt. Vielleicht liebst du es, mit dem Flugzeug zu reisen. Vielleicht sorgt aber auch schon allein der Gedanke daran bei dir für Angstschweiß. Aber jede Wette, du kennst keines der folgenden Geheimnisse. Es ist Zeit, die Experten und Expertinnen zu fragen, die ständig fliegen. Flugbegleiter und Begleiterinnen. Die Flugindustrie gibt es bereits eine lange Zeit. Seit die Gebrüder Wright im Jahr 1903 ihr erstes Flugzeug zum Fliegen gebracht haben und sie hat sich seitdem ständig weiterentwickelt. In der Anfangszeit musste man Glück haben, um nur eine Person während eines kurzen und sehr riskanten Fluges betreuen zu können. Heute kann man hunderte schlafender Menschen in einen fliegenden Bus quetschen und ihn für Stunden sanft durch die Luft gleiten lassen. Viele von uns halten sich für Fachleute, was das Navigieren von Starts, Flügen und Landungen angeht. Es ist fast so natürlich wie morgens aus dem Bett zu steigen oder um den Block zu spazieren. Aber so erfahren du auch bist, wenn du dir die folgenden Einblicke in Flugzeuge zu Herzen nimmst, kannst du deinen Flug noch angenehmer gestalten. Auch das Erlebnis des Piloten bzw. der Pilotin sowie der Crew, die das jeden Tag den ganzen Tag tun, kannst du dadurch verbessern. Hier auf der Sonnenseite ermutigen wir sowohl Freundlichkeit als auch Lernen. Also schau dir diese Geheimnisse der Flugindustrie an und sieh zu, wie du sie bestmöglich anwenden kannst. Nummer 1. Komplett männliche Crews gehören der Vergangenheit an. Wusstest du das? Vor 1930 bestanden die Crews von Flugzeugen zu 100% aus Männern, inklusive Pilot, Bodenpersonal und sämtlicher Flugbegleiter. Die Position des Flugbegleiters stammt von der des Stewards in der Schifffahrt ab, wo die Mannschaften traditionell komplett aus Männern bestanden. Die erste Flugbegleiterin war Ellen Church. Sie wurde 1930 von United Airlines eingestellt, teils aufgrund ihrer Fähigkeiten als gelernte Krankenschwester, teils aus Marketinggründen. Die Idee war, dass kleine Mädchen, die Angst vor dem Fliegen hatten, von einem weiblichen Crewmitglied überzeugt werden konnten, dass Flugreisen ungefährlich sind. Das funktionierte und schnell waren es Frauen, die die Welt der Kabinencrews beherrschten. Über fast 100 Jahre hinweg wandelten sich die Geschlechterrollen und in vielen Augen ist es heute ein hauptsächlich weiblicher Beruf. Der Großteil der heutigen Flugbegleiter sind Frauen, obwohl auch noch viele Männer in der Kabine arbeiten. Alles, was ein Flugbegleiter bzw. eine Flugbegleiterin braucht, sind Verantwortungsbewusstsein und eine warme Persönlichkeit. Ursprünglich wurden weibliche Flugbegleiterinnen Stewardessen oder Flughostessen genannt, aber heutzutage gilt die geschlechtsspezifische Bezeichnung Flugbegleiterin. Und wo wir gerade darüber sprechen? Nummer 2. Keine Kellnerinnen, sondern Assistentinnen der Piloten. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen im Prinzip nur Kellner und Kellnerinnen an Bord eines Flugzeugs sind. Sie sind dazu da, Getränke einzugießen, Essen zu servieren, Kissen und Decken zu verteilen und den Passagieren jede Bitte zu erfüllen. In Wahrheit ist es ihr Job, dem Captain während des Flugs mit der Betreuung der Kabine zu assistieren. Während der Pilot oder die Pilotin mit dem Fliegen des Flugzeugs beschäftigt ist, achtet die Crew darauf, was in der Kabine vor sich geht und ist somit Augen und Ohren des Captains außerhalb des Cockpits. Die Crew ist im Umgang mit Notfallsituationen ausgebildet, speziell Erste Hilfe und Streitschlichtung, und sie meldet dem Cockpit jegliche unerwartete Situationen. Mindestens einmal pro Stunde überprüfen Cockpit und Kabinencrew den aktuellen Status. Nummer 3. Die Crew ist genauso frustriert wie du. Niemand freut sich, den ganzen Terminplan wegen eines verspäteten Flugs umbauen oder noch schlimmer stundenlang auf der Rollbahn stehen und warten zu müssen. Und so sehr wie du das hast, so wenig gefällt das auch der Crew. Die Crews von Fluggesellschaften werden für gewöhnlich pro Stunde bezahlt, aber nur während des tatsächlichen Fluges. Und der Flug beginnt erst, wenn die Türen geschlossen sind. Zeit ist, wie wir alle wissen, Geld. Ist dein Flug verspätet, sind das Stunden, für die deine Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen nicht bezahlt werden. Mach es ihnen also nicht zu schwer, sie sind auch nicht glücklich damit. Nummer 4. Schlaf nicht während Start und Landung. Hey, wir verstehen das. Wie fliegt es sich besser, als sich in den Sitz zu werfen, die Augen noch vor dem Schließen der Türen zuzumachen und für den Rest des Fluges zu schlafen? Erfahrene Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen raten allerdings davon ab.
Nicht nur, dass du dann während der Sicherheitsanweisungen und vor allem des Starts nichts mitbekommst, der statistisch betrachtet die zweitwahrscheinlichste Phase eines Fluges ist, bei der etwas schiefgehen kann, es kann auch deinen Komfort negativ beeinflussen. Während ein Flugzeug aufsteigt, kann der Druckunterschied dazu führen, dass deine Ohren taub werden oder du Nasenbluten kriegst. Es ist besser, bei vollem Bewusstsein zu sein und diese Dinge zu behandeln. Überleg dir, ob du nicht während des Steigflugs Kaugummi kauen oder Wasser trinken magst. Aus den gleichen Gründen solltest du während des Sinkflugs und der Landung wach sein. Diese Phase eines Fluges ist laut der Statistik einer Boeing-Studie zu Flugreisen die gefährlichste. 58% der tödlichen Unfälle, die zwischen 2004 und 2013 verzeichnet wurden, passierten bei Sinkflug, Landeanflug und Landung. Abgesehen davon, Nummer 5. Während der Reise zu schlafen ist eine grandiose Idee. Ist das Flugzeug erstmal in der Luft, gönn dir ein Nickerchen. Das ist eine großartige Lösung für Menschen mit Flugangst und senkt die Arbeitsbelastung der Crew, die dadurch mehr Zeit und Energie für die Passagiere hat, die sie brauchen. Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen ermutigen Passagiere, auf Nachtflügen zu schlafen, indem sie bewusst den Gastronomieservice verzögern und die Leute einschlafen lassen. Wenn du an Bord eines Flugzeugs schläfst, wird die Crew dich nicht aufwecken, solange es keinen Notfall gibt oder ihr gelandet seid. Also hau dich ruhigen Gewissens aufs Ohr. Nummer 6. Huhn oder Fisch? Laut Statistiken bestellen die meisten Leute während eines langen Fluges eher das Huhn als den Fisch. Da der Essensservice sich häufig vom Anfang der Kabine zum Ende bewegt, ist Fisch möglicherweise deine einzige Alternative. Manche Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen wenden einen Trick an, damit die Passagiere den Fisch nehmen. Sie sagen, dass er eine Spezialität des Chefkochs ist, die exklusiv für diesen Flug bereitgestellt wurde. Fischspezialität. Zufriedenheit. Für gewöhnlich werden Menschen ganz natürlich von Dingen angezogen, die exklusiv und speziell sind, was den Fisch beliebter macht. Falls du Vegetarier bzw. Vegetarierin bist, in jüngster Zeit bieten Fluggesellschaften immer bessere fleischlose Optionen an, die auch eine tolle Alternative sind, wenn du dem angebotenen Fleisch nicht völlig vertraust. Aber pass auf! Wenn dein Flug in der ersten Klasse keine vegetarische Mahlzeit anbietet, sinken deine Chancen, hochgestuft zu werden, beträchtlich, wenn du die vegetarische Option ausgewählt hast, da die Crew dir in diesem Fall nichts anbieten könnte. Nummer 7. Befolge die Anweisungen. Sonst? Es gibt alle möglichen Dinge, die wir an Bord eines Flugzeugs tun sollen oder nicht tun sollen. Zum Beispiel bitten die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen dich vielleicht darum, während des Starts deine elektronischen Geräte auszuschalten. Du hörst möglicherweise auch die bekannte Aussage: Bitte bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position und klappen Sie Ihren Tisch hoch. Die US-Luftfahrtbehörde hat erst vor kurzem die Aussage zurückgenommen, dass Elektronik den Flugzeugradar beeinträchtigt. Aber das mit den Tischen und Sitzen ergibt tatsächlich Sinn. Bei einer harten Landung könnte die Person hinter dir mit dem Gesicht gegen deinen zurückgelehnten Sitz stoßen und sich Zähne ausschlagen oder die Nase brechen. Abgesehen davon, selbst wenn ein Mitglied der Crew dich bittet, etwas zu tun, das dir blöd vorkommt, solltest du es tun. Wieso? Weil manche Fluggesellschaften ihre Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen mit Tasern ausstatten, um mit Passagieren umzugehen, die sich nicht fügen. Sicherheit ist extrem wichtig an Bord eines Flugzeugs und sie müssen in der Lage sein, eine Situation unter Kontrolle zu bekommen. Mach es ihnen nicht so schwer und sie werden es dir nicht schwerer machen. Nummer 8. Sitz im hinteren Teil. Wenn du in ein Flugzeug steigst, ist es verlockend, sich in die vorderen Reihen zu setzen. Du bist dichter an der Tür, du musst nicht so weit laufen und du gerätst nicht in die Beeilung- und Geduldphase an deinem Zielort, wenn du auf deinem Platz festsitzt und darauf wartest, dass alle Passagiere vor dir ihr Gepäck aus den Fächern nehmen und sich nach draußen bewegen. Widersteh diesem Impuls. Besonders wenn Fliegen dich nervös macht, wird es dich freuen zu hören, dass die hinteren Plätze rein statistisch betrachtet sicherer sind. Die meisten Abstürze beschädigen stärker die Front des Flugzeugs, wenn Turbinen und Motorexplosionen am ehesten den Mittelteil treffen. Die meisten Überlebenden von Flugzeugunglücken saßen im hinteren Teil des Flugzeugs. Auch der Service ist dort deutlich besser,
der alles direkt in den hinteren Aufbewahrungsfächern lagert. Kissen, Extradecken, mehr Getränke. Passagiere im hinteren Teil des Flugzeugs kriegen diese Dinge zuerst. Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen müssen nicht so weit durch den Gang laufen, deshalb sind sie schneller da und bereit, wenn du sie rufst. Nummer 9. Verlass dich auf die Flugbegleiterinnen. Ist dir übel oder schwindelig? Drück die Ruftaste. Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen sind in Erste Hilfe und Wiederbelebung ausgebildet. Sie können kleinere Wunden versorgen, die Symptome der häufigsten Reisekrankheiten erkennen und sogar während eines Fluges Kinder entbinden. Sie sind allerdings kein medizinisches Fachpersonal und sind darauf trainiert, auf tatsächliche Ärzte an Bord zu verweisen. Nummer 10. Flugtipps direkt von den Profis. Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen verfügen über haufenweise nützliches Wissen, um deine Reise sauberer, sicherer und bequemer zu machen. Behalte diese Dinge im Hinterkopf. Nummer 1. Flugzeugböden werden nicht sehr oft tiefen gereinigt und jeden Tag gehen tausende Menschen darüber. Zieh an Bord eines Flugzeugs niemals deine Schuhe aus. Laufe allerwenigstens niemals barfuß oder in deinen Socken über den Teppich. Nummer 2. Flugzeugtoiletten sind ähnlich dreckig. Benutze sie nur, wenn du unbedingt musst und acht drauf, deine Hände zu desinfizieren, selbst wenn du sie gewaschen hast. Nummer 3. Ach ja, die allseits bekannten Klapptische. Viele Passagiere benutzen sie für alles Mögliche. Als Schreibfläche, Kissen, Sabbern inklusive. Oder als Babywickeltisch. Du willst wahrscheinlich nicht unbedingt von etwas essen, auf dem vor einer Stunde noch eine dreckige Windel lag. Reinige den Tisch zu deiner eigenen Sicherheit mit einem antibakteriellen Desinfektionsmittel. Nummer 4. Vermeide Worte wie Bombe oder Explosion oder alles andere, das mit Terrorismus an Bord eines Flugzeugs zu tun hat. Das macht Menschen nervös und niemand wird es lustig finden. Du könntest auch des Flugzeugs verwiesen werden. Nummer 5. Vor oder während eines Fluges zu nähen, ist ein professioneller Aberglaube und kein Crewmitglied wird dir Nadel und Faden reichen können. Nummer 6. Viele Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen hassen es, während des Fluges Cola Light zu servieren. Sie sprudelt oft besonders stark, selbst verglichen mit anderen Getränken. Nummer 7. Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen haben während eines Fluges wenig freie Zeit. Wenn du durstig bist, geh vielleicht lieber zu einer oder einem von ihnen hin, um nach einem Wasser zu fragen, als die Ruftaste zu drücken. Dadurch hast du auch Gelegenheit, während eines langen Flugs deine Beine auszustrecken. Nummer 8. Freundlichkeit zahlt sich immer aus. Flugbegleiter und Begleiterinnen geben höflichen und angenehmen Passagieren besseren Service. Du könntest einen besseren Platz kriegen, vielleicht in einer Reihe am Ausgang mit mehr Beinfreiheit, mehr Essen oder günstigere oder kostenlose Snacks und Getränke. Nummer 9. Ständig die gleiche Routine zu wiederholen, Tag ein, Tag aus, kann unglaublich monoton werden. Deshalb lockern manche Crews das mit einer komischen Variante der Sicherheitsanweisungen, Kommentaren zu den Sehenswürdigkeiten vor den Fenstern oder sogar einer Tanzeinlage auf. Wer sagt, dass Flugreisen nicht auch Spaß machen können? Nummer 10. Sieh dir die Trinkgeldregeln der Fluggesellschaft an. Die meisten Passagiere geben der Kabinencrew kein Trinkgeld. Dabei ist es eine schöne Geste, um deine Wertschätzung zu zeigen. Hat dich eines dieser Geheimnisse überrascht? Weißt du etwas Ungewöhnliches über Flugzeuge? Verrat es uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, uns zu liken, zu teilen und zu abonnieren, damit du auf der Sonnenseite des Lebens bleibst. Bye bye!